Meine Wohnung sieht echt schlimm aus. Eigentlich geht es doch noch, oder? Ich meine, es wird doch wieder unordentlich. Und dann muss ich ja wieder aufräumen. Ich sollte vielleicht einfach immer auf einem gewissen Chaos-Level bleiben. Na, zumindest meine Wäsche sollte ich mal auch wegräumen. Die wird sonst die ganze Woche hier rumliegen. Ich will stark hoffen, dass ich mein faules Zukunfts-Ich dafür bedankt. Kannst mir ruhig ein bisschen helfen. Schließlich wohnst du auch hier. Miete habe ich von dir übrigens bisher auch nicht, noch nie gesehen. Tja. Nicht unfair. Unverwundete Pflanze. Schnell mal aufs Klo gehen. Was gibt's? Fino. Na. Pina, bist du das? Bingo. Wie geht's? Steht's? Alles tipptopp. Liegst du noch flach von deinem Unfall? Ja, nein. Ich bin wieder auf den Beinen. Wie dem auch sei. Hast du zufällig gerade Zeit? Ja, ich bin noch zu Hause. Ich habe heute meine erste Nachtschicht. Spannend. Bist du schon nervös? Nee, geht bisher. Das kommt bestimmt noch. Hihi. Da kommt doch ein bisschen Ablenkung bestimmt gerade recht. Kannst du bei meinem Laden vorbeikommen? Ich kann deine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mir eh mal die Einkaufsstraße anschauen. Da, ich komme vorbei. Perfekto, dann passt das. Dann bis gleich. Pina. Ich habe auf dem Weg zur Arbeit Pina kennengelernt. Sie ist sehr nett und hat einen Blumenladen in Porcupine. Und sie ist mein erster richtiger Kontakt hier. Pina hat mich heute vor der Arbeit in ihr Blumengeschäft eingeladen. Na dann, wollen wir mal. Hallöchen. Mahlzeit. Kommst du nicht sonst aus der anderen Richtung nachmittags? Nachtschicht. Im St. Ursula? Ja, genau, ich bin Arzt da. Ach so, ja, hab's im Moment da hinlaufen sehen. Da hab ich mir mein Teil gedacht. Ich wollte auch mal Arzt werden. Hab mich aber dann doch dagegen entschieden. War mir zu stressig. Aber immer gut, einen Arzt zu kennen. Stimmt. Und du kennst jetzt einen Tippelbruder. Wer weiß, wann das nützlich wird. Wa? Wie geht's dir gesundheitlich? Ach, mal so. Ich habe hin und wieder Probleme mit meinen Beinen. Aber halb so wild. Ich kann nicht klagen. Das passt auch gar nicht zu mir. Hahaha. Bist du sicher? Absolut. Okay, wenn mir aber was angucken soll, dann zögere nicht zu fragen. Einverstanden. Das gilt natürlich auch in die andere Richtung. Wa? Update zu Alfio. Heute Morgen saß Alfio vor meiner Tür. Er scheint keine Wohnung zu haben. Ich hab den aber schon mal getroffen, oder nicht? Dann gehen wir mal. Zur Einkaufsstraße wollen wir. Dann müssen wir hier entlang. Aussieht, hat der Tunnel geöffnet. Da können wir den Herrn Bieber noch ärgern. Steht jetzt hier oben. Wird jetzt heute hier gebaut. Du schon wieder. Wir machen heute Arbeiten am Stadtbrunnen. Ich wollte eh durch die Einkaufsstraße. Dann haben wir ja hier kein Problem.
dachte ich mir. Und nun von der Einkaufsstraße. Und shoppen können wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Weil wir werden bald mal Dienst antreten müssen. Oh nein. Gebäck. Meine einzige Schwäche. Welcher Bösewicht hat diese Zimtschnecken dir platziert? Am helllichten Tag. Ich werde dich finden, du Schuft. Ich werde dich finden und du wirst meine gebutterte Rache schmecken. Hey, Schaufensterpuppe. Du machst einen super Job. Danke. Es ist mein erster Tag. Ich bin echt nervös. Musst du nicht. Du siehst spitze aus. Danke, danke. Aber es braucht ein bisschen mehr als gutes Aussehen, um in der Fashion-Branche erfolgreich zu sein. Ach so, was denn? Willensstärke. Den Willen, sich durchzusetzen, seine Ziele zu erreichen. Und einen klaren Kopf. Viele lassen sich bei ihren ersten Jobs übers Ohr hauen. Ich habe mir direkt einen erfolgreichen Agenten besorgt, der für mich jetzt das Management macht. Das klingt gut. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Bist du sicher, dass du das Zeug dafür hast? Ich denke, wie ist denn so die Bezahlung in der Branche? Ich muss jetzt weiterarbeiten. Hör auf, mich abzulenken. Die Fashion-Shows dieser Welt verlassen sich auf mich. Okay, okay, viel Glück. Ich drück dir die Daumen. Jemand, der so gut aussieht wie ich, braucht kein Glück. Okay, was treibt der Rabe, die Krähe dort oben? Ich habe früher mal gerne Postkarten geschrieben. Wenn ich mal Zeit habe, schicke ich meinen Eltern eine. Die freuen sich bestimmt. Hallo, mein Name ist Chloe Colbert. Ich betreibe den Schreibwarenladen Organ. Hätten Sie Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten? Klar, was denn? Oh, super. Wir merken, dass die Einnahmen seit einiger Zeit deutlich zurückgehen. Dann befragen wir gerade Leute in Punktpein. Dann legen Sie mal los. Aber natürlich. Also, erste Frage: Wie viele Stifte besitzen Sie in etwa? Uff, so direkt eine schwierige Frage. Wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht fünf? Fünf Stifte, okay, okay. Wie häufig am Tag benutzen Sie einen Stift? In der Uni habe ich sehr viele gebraucht. Inzwischen mache ich die meisten Dinge digital. Auch die Arbeit im Krankenhaus wurde kurz vor meinem Umzug nach Brückmann digitalisiert. Nun gut. Sieht es mit Papier aus? Nutzen Sie Papier zum Schreiben? Eher weniger. Alles klar. Gut, das war's auch schon. Danke, dass Sie teilgenommen haben. Wir werden versuchen, unser Angebot den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Kein Problem, gerne. Ah ja. Chloe führt mit ihrem Bruder Luis in ein Schreibwarengeschäft in Portugal. Weil Karte kennengelernt, Jugend. Keine Fußgängerzone ist komplett ohne Friseurgeschäft. Wenigstens hat dieser kein unangemessenes Vorspiel. Hart, aber fair. Goldener Schnitt, Haar scharf oder Kopfsache. Alles schon gesehen. Und jedes Mal Gänsehaut gekriegt. Ja. Oh nein. Och Mensch. Was sollte denn der das finden? Geht's dir gut? Bist du verletzt? Bin ich tot? Du bist der größte Pechvogel, den ich kenne. Weißt du das? Ich wollte doch nur helfen kommen. Ja, danke dir, dass du das... Das hast du damit auch getan. Was meinst du? Ich brauche eine Idee für meine Fassade. Das hat sich jetzt erledigt. Zum Glück habe ich die Pflanzen alle vorher reingebracht. Aha. Der Look steht dir, den sollst du öfters tragen. Meinst du?
Auf jeden Fall, endlich hast du mal ein bisschen Farbe im Gesicht. Ich habe Angst, dass ich festdrücke. Willst du mit reinkommen und dich waschen? Besser, oder? Sonst färbe ich später auf die Krankenhausbetten ab. Dann lass uns kein Zeit verschwenden. Die Farbe ist super duper schnell trocken. Jetzt hat so ein Vogelmuster auf der Wand. Das ist schon besser. Du hast wohl echt kein Glück. Wie? Erst kriegst du eine Kiste auf den Kopf und jetzt einfach einmal Farbe. Vielleicht ist es wirklich nur Pech. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich war noch gar nicht in deinem Laden. Schön hast du es hier. Ich bin beeindruckt. Danke, danke. Hier steckt auch eine Menge Arbeit drin. Wie läuft das Geschäft denn so? Was denkst du? Ich liebe meine Pflanzen. Genauso wie die Leute. Brauchst du noch einen Azubi? Schick mir erstmal eine offizielle Bewerbung, sonst wird das nichts, mein Lieber. Dann eben auf dem offiziellen Weg. Wie geht's deinem Kopf? Ich gewöhne mich langsam an die Beulen. Wir kaufen dir einen Helm mit einem großen F drauf. Dann verhindern wir auch die Verwechslungsgefahr. Und meine dynamische Frisur ruinieren? Niemals. Hast du morgen Zeit für einen Ausflug? Aber ich will wirklich keinen Helm haben. Nein, ich will in den Perlnebelwald fahren. Kommst du mit? Finny, hörst du mich? Hallo? Was? Ich glaube, ich habe noch Farbe im Ohr. Jemand hat mir fahrlässig einen Helm auf den Kopf geworfen. Tut mir echt leid. Schon gut, ich bin dabei, Waldluft ist ja auch gesund. Sehr gut. Und jetzt deute ich mich langsam auf den Weg zur Nachtschicht machen. Dann bis morgen. Wir treffen uns einfach wieder bei meinem Laden, okay? Pass auf deinen Kopf auf, Finley. Und werf mir nächstes Mal keinen Farbtopf auf den Kopf. Oh, das sind viele Pflanzen. Yep, alles für mich selbst großgezogen. Kommt meine Pflanze auch aus dem Regal? Ja, hab dir eine besonders schöne ausgesucht. Oh, danke. Ich finde die aber alle schön. Hehe. Gießt du alle deine Blumen mit diesem Wasserhahn? Was? Nein. Du hast eine seltsame Vorstellung von meinem Job. Und dann können wir, achso, da vorne müssen wir raus. Oh Mann, jetzt sehen die Leute bis in alle Ewigkeit, was für ein Trottel ich bin. Unangenehm. Und warum sieht meine Silhouette eigentlich so dick aus? Vielleicht muss ich mal wieder Sport machen. Das ist Pinas Auto. Platz für 2 Personen und 38 Pflanzen. Und erstaunlich vollgemüllt, obwohl sie so naturverbunden ist. Na dann, auf zur Arbeit. Die Backentasche ist der einzige Supermarkt in Portugal. Er schließt schon um 5 Uhr abends. Ich vermisse die Zeit, wo ich rund um die Uhr etwas bestellen konnte. Die Olivenölpreise steigen. Noch nie hatten wir so einen warmen Herbst. Blablabla. Oh, die Sandalwood Wonders haben scheinbar die Meisterschaft gewonnen. Schade, dass ich mich so gar nicht für Sport interessiere. Dann gäbe es wenigstens einen positiven Artikel. Hier gibt es immer frisches regionales Gemüse. Ich sollte mich gesünder ernähren. Der Supermarkt macht gerade zu.
Ganz egal, Klein- oder Großstadt. Die Leute denken überall, dass der beste Zeitpunkt zum Einkaufen ist. Kurz vor der Anschluss kaufen aber die meisten ein. Das stimmt. Also 2 Minuten vor Feierabend noch mal reingehen. Das ist eine. Mache ich natürlich nicht, aber. Kenne ich Leute. Junge. Hey, Doc. Larissa, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Super, ich bin wieder auf freiem Fuß. Sehr gut. Und was macht das Asthma? Das macht jetzt gar keine Probleme mehr. Ich habe so einen Inhalator links bekommen. Und ich durfte mir sogar die Farbe aussuchen. Und welche hast du genommen? Ich habe jetzt 3. Ich konnte mich nicht entscheiden. Hehehe. Mir gefällt übrigens ihr neuer Look, Doc. Neuer Look? Ach, nix. Hehe. Ein bisschen Farbe haben wir noch auf dem Schnabel. Ich habe zum ersten Mal eine ehemalige Patientin in der Stadt getroffen. Komisches Gefühl. Ich hoffe, dass Larissa mit dem Asthma klarkommt. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. So lange wieder wie wir in dem Laden verbracht haben. Kinder haben schon Schulschluss. Oh Mann, sobald man nicht mehr in der Schule ist, vermisst man die Zeit. Also nicht die Zeit in der Schule. Man vermisst einfach die Zeit, man hat zu viel davon. Wollte ich gerade sagen, man vermisst nicht die Zeit in der Schule. Das ist Blödsinn. Man vermisst die Zeit, in der man nicht in der Schule war. Man vermisst die Ferien, man vermisst die schöne Zeit, in der man ohne Sorgen, ohne Verpflichtungen, wo man einfach Blödsinn machen konnte und nicht sich nicht um Sachen wie Geld kümmern musste oder irgendwie, dass man was zu essen auf dem Tisch hat, dass man da Mama hat gekocht und dann war es da. Das ist die sorglose Zeit, vermisst man. Hallo. Hi. Ich bin Finny. Alles okay? Alles super. Können Sie bitte gehen? Okay, sorry, ich wollte nicht stören. Was sollen die Flecken? Ist das irgendeine Art Kostüm? Kein Kostüm. Ich habe auf dem Weg hierhin einen Farbeimer auf den Kopf gekriegt. Wild. Christo. Ich habe heute einen Jungen auf dem Schulhof getroffen. Er steckte bis zu den Knien in der Pubertät. Ich war irgendwie ein Spätzünder und die Pubertät war nie so schlimm. Aber es scheint ihm auch wegen etwas anderem nicht gut zu gehen. Haben wir noch die Zeit, uns hier umzugucken? Ich glaube, die nehmen uns einfach. Hey Doc, was machen Sie denn hier? Doc, woher wissen Sie das? Na, Sie sind doch der Doc, der meine Freundin Larissa geholfen hat. Ich habe sie heute zu Hause besucht, leider immer noch etwas krank. Aber sie meinte, ihr Arzt war nett. Und die Beschreibung passt auf sie. Aber sie hat nichts von den weißen Flecken erzählt. Oh, hehe, danke. Und ja, die Flecken sind neu. Sieht ganz cool aus. Vielleicht probiere ich den Look auch mal aus. Ich bin Maggie. Ich gehe hier zur Schule. Was machen Sie am Skatepark? Sagen Sie bloß, dass Sie skaten können. Nicht wirklich. Ich schaue mir nur mal die Ecke der Stadt an. Ich wohne noch nicht lange hier, aber hatte heute Nachmittag etwas Zeit. Stark, muss entspannt sein, man nicht mehr in die Schule muss. Ja, super entspannt. Christo und ich hängen die meiste Zeit hier rum. Schauen Sie doch mal wieder vorbei. Gute Idee, mache ich gerne.
Ich habe Maggie heute auf dem Schulhof getroffen und wir haben spontan angefangen, meine Geschichte für einen Comic nachzudenken. Da muss sie gefehlt haben. Da war ich nicht dabei. Sie muss unsere Ideen erstmal sacken lassen. Ich sollte sie an einem anderen Tag nochmal besuchen. Okay, davon habe ich nichts bekommen. Die haben eindeutig über was anderes geredet. Das ist die Turnhalle der Schule. Echt verrückt, ich war noch nie hier drin. Trotzdem weiß ich genau, wie es dort riecht. Oh ja. Schulsport, eines der ersten Traumata meiner Kindheit. Welch süße Erinnerung. Meinst du, welche stinkige Erinnerung? Was, Kinder? Ihr wünscht euch ein Fußballtor? Aber wieso denn? Wir haben doch diese tolle Ziegelsteinwand. Das reicht doch komplett. Ja. Einfach ein Viereck auf die Ziegelsteinwand malen. Das klappt schon. So, ich fürchte, die geht's hoch zum Krankenhaus. Wow, du bist eine erstaunlich schöne Statue für so einen öffentlichen Park. Wem sagen Sie das? Wie lange ich hier schon auf mein Dasein frist, ne? Wie viele Sonnen habe ich hier untergehen sehen? Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Der Regen. Der Regen. Wissen Sie, es regnet inzwischen nicht mehr so viel. Aber es gab Jahre, in denen ganze Ozeane im Himmel fielen. Dann passierte es eines Tages. Das viele Wasser hat sich in die kleinsten Ritzen gearbeitet und sprengte mir die Arme ab. Ich war die begehrteste Tänzerin meiner Zeit. Jetzt stehe ich hier stumpf und starr. Ich gehöre in ein Museum, verdammt. In Kukupen gibt es leider kein Museum. Aber vielleicht finden sie ja andere Hobbys. Hobbys? Ein edle Extens wie ich brauche keine Hobbys. Ach ja. Haben wir schon Selbstgespräche mit Statuen geführt. Sehr geehrtes Publikum. Sie sehen nun Captain Finney und die dunkle Bärärzte. Geschrieben und spielt von mir. Oh, diese Dr. Todowski ist so gemein. Tag ein, Tag aus schufte ich nun für ein paar Brotkrumen. Wie soll das nur weitergehen? Oh nein, sie kommt. Aha, ich bin Dr. Todowski und ich mache sie jetzt fertig. Sie können nichts, ich weiß alles. Ich esse all ihre Brotkrumen. Sie gehören alle mir. Wir können uns nur von dieser Schreckensherrschaft befreien. Vertraget nicht, Finley ist hier, um den Tag zu retten. Finley, du bist gekommen. Wir sind gerettet. Jetzt zeige ich es dir, Dr. Todowski. Wird Finney die grausame Dr. Todowski besiegen und seine Belegschaft befreien können? Dies und mehr erfahrt ihr beim nächsten Mal bei Tö. Captain Finney und die dunkle Oberärztin. Hehe. Die frische Luft tut so gut. Und die Blätter sind so schön bunt. Arbeiten Sie nicht in St. Ursula? Ich meine, dass ich sie neulich in der Cafeteria gesehen habe. Ja, das tue ich. Und Sie sind wohl gerade bei uns zu Gast, wie es aussieht? Ja, leider ja. Ich durfte aber mal vor die Tür. Ich muss sagen, so schlimm ist es nicht im Krankenhaus. Ich bin seit ein paar Tagen nun da. Und mir geht es langsam besser. Aber die Gerüche machen mich fertig. Alles riecht so scharf.
und seltsam. Sie glauben nicht, wie sehr ich den Duft der Blätter gerade genieße. Frische Luft und ein bisschen Sonne kann viel bewirken. Aber ziehen Sie sich nächstes Mal eine Jacke über. Aber die Sonne scheint doch gar nicht. Die Parkanlage wurde kurze Zeit nach dem Bau des St. Ursula-Krankenhauses angelegt. Die Gestalterin Leslie Floor betonte die Wichtigkeit des Denkmalschutzes und der Nachhaltigkeit. So wurden alle vorhandenen Bauwerke weder entfernt noch verändert. Zudem wurden gezielte Flächen für Grünbewuchs angelegt. Der Park dient als Erholungsort für alle kranken, gesunden Personen von Porcupine. Man sagt, dass der Park eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Spannend. Kein schlechter Ort für eine Mittagspause. Mittagspause? Ich glaube, wir sollen hier gerade nicht sein. Das Spiel ist ein bisschen verwirrt. Ja, wie komme ich denn jetzt? Hier hoch wahrscheinlich. Ich habe mich ein bisschen verirrt. Ich hoffe, ich finde noch vor dem Morgen ins Krankenhaus. Ah, hier von der anderen Seite kommen wir. Oha. Komm doch, wenn du dich traust, Olli. Du lahme Socke. Jetzt bleib stehen. Warum bist du immer so feige? Komm her jetzt. Was geht denn hier ab? Ey, hier unten wird nicht gerannt. Oh, meine Nerven. Was läuft denn hier falsch? Was ist denn hier los? Die Henderson sind los. Die beiden Halbstarken wurden heute Morgen hier eingeliefert. War ein Notfall. Echt? Sie scheinen doch ganz fit zu sein. Ich würde es eher Langeweile nennen. Die beiden können keine Minute in ihren Betten bleiben. Sind sie ständig am Krabbeln? Soll ich mal nach ihnen sehen? Tu, was du willst. Du wirst sie aber noch früh genug kennenlernen. Die beiden liegen nämlich bei dir auf der Station. Und vielleicht sollte wirklich bald mal jemand nach den beiden sehen. Sonst brauchen wir heute noch zwei Leichensäcke. Ich gehe ja schon. Also hier sind sie nicht. Vielleicht dann in die andere Richtung. Das ist bescheuert. Du bist bescheuert. Du. Nee, du. Du denkst, du bist lustig, oder? Nee, denk ich nicht. Ich denk nur, du bist bescheuert. Du bist bescheuert. Was ist denn hier los? Rudi hat mir den Nachtisch geklappt. Stimmt doch gar nicht. Du hast halt keinen Nachtisch bekommen. Und was kann ich dafür? Du lügst, du bist gemein. Selber gemein. Ich habe gar nichts gemacht. Das sagst du jedes Mal. Jetzt rein mit euch.
Sind die wieder durchgekommen? Oder? Ui, haben sie die beiden Brüder gesehen und gerade hier vorbeigedüst. Haben sich scheinbar noch nicht gegenseitig die Rübe herabgerissen. Hehe, ja. Scheinbar hat der eine dem anderen den Nachtisch geklaut. Oh Mann. Ich bin ehrlich, da würde mich auch die Hutschnur, da würde mir auch die Hutschnur platzen. Aber die beiden sollen mal runterkommen. Sonst kippt wieder einer um. Ich hab mal ein Auge auf die beiden. Nimm lieber beide Augen. Erst Nachtschicht heute, oder? Ja, hatte bisher noch immer nur Früh- oder Spätschicht. Uiuiui, und nervös? Nervös? Wieso sollte ich? Mir passieren nachts die bescheuertsten Dinge. Ich werde mich auch gleich verziehen. Dann wünsche ich Ihnen einen entspannten Feierabend. Wir sehen uns dann morgen früh. Nur wenn du die Nacht überlebst, Kleiner. Das will ich doch hoffen. Ah, ich geh mal zu Fuß. Kann hoffentlich weniger schief gehen. Mal einen Schluck trinken. Trinken ist wichtig bei dieser Hitze. Zweite Etage. Dritte Etage. Rein hier.